So, schönen guten Morgen. Willkommen zu Live Coding mit dem Microprofile. Herzlichen Dank, dass so viele von euch heute früh gekommen sind. Wir haben ein sehr attraktives Programm hier auf der Konferenz, viele interessante Vorträge parallel und man weiß immer nie, wo man hingehen soll bei so viel Auswahl. Also vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir haben ja heute Morgen schon in der Keynote ein bisschen was zum Thema Trends und Hypes gehört. Da ist so ein bisschen angeklungen, dass es natürlich, das wissen ja alle in unserer Branche, immer extrem viele solcher Trends und Hypes gibt und dass man ein bisschen geneigt ist, dem auch ein bisschen dann hinterherzulaufen, dass es aber stattdessen eben eigentlich ganz wichtig ist, dass man sich diese Dinge natürlich anschaut, aber sie dann auch bewertet und dann eine begründete Entscheidung trifft, warum man irgendetwas einsetzt oder eben nicht einsetzt. Und einer der ganz großen Trends der vergangenen Jahre war unter anderem natürlich im Bereich der Entwicklung und der Frameworks, war natürlich das Spring Boot Framework, das ein ganz, ganz tolles Framework ist, das ich auch in der Praxis sehr, sehr gerne einsetze. Und das Spring Boot Framework hat natürlich einige Dinge mitgebracht und vorgemacht, die wir in anderen Frameworks, in anderen Entwicklungsbereichen, Umgebungen bisher so nicht hatten, ja, oder vielleicht in ein bisschen anderer Form durch Hinzunahme von proprietären Bibliotheken und so weiter. Also da wurde natürlich einiges vorgemacht, das macht natürlich auch einen großen Teil des Erfolges des Spring Boot Frameworks aus und es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, das Spring Boot Framework für eigene Anwendungen einzusetzen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es eben unwahrscheinlich viele Unternehmen gibt, die schon seit erheblicher Zeit, seit langer Zeit Anwendungen auf Basis beispielsweise von Java EE, der Java EE Plattform erstellen. Da gab es halt über die Jahre sehr hohe Investitionskosten in Know-how, in Personal, in Entwicklungszeit und. Und da stellt sich natürlich dann schon in dem Kontext so ein kleines bisschen die Frage, ist es denn jetzt sinnvoll oder angebracht, sozusagen die gesamte Entwicklung hin zum Spring Framework zu entwickeln? Oder gibt es eben die Möglichkeit, ähnliche Funktionalität eben auf dem bisherigen Weg zu bekommen, um eben diesen Umstieg nicht zu haben? Wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, nicht umzusteigen, aber diese Überlegung ist natürlich nachvollziehbar. Und natürlich auch die Frage dann eben, ja, wie geht es jetzt eben weiter mit der Java EE-Plattform? Und da in diesem Zusammenhang gibt es eben eine ganz interessante Entwicklung. Das ist eben dieses Microprofile, das ich heute ein bisschen vorstellen möchte. Ich möchte am Anfang in ganz wenigen Minuten für diejenigen, die da den Kontext und die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit nicht so ganz im Kopf haben, nochmal ganz kurz erklären, was es damit überhaupt auf sich hat, wo kommt das überhaupt her. Und dann werden wir sehr schnell damit anfangen, uns mal anzusehen, wie schaut es eigentlich aus, wenn ich es heute damit anfangen wollte, das in der Praxis einzusetzen. Mein Name ist Thilo Forcher, ich arbeite seit ungefähr 20 Jahren jetzt als freiberuflicher Entwickler, Architekt, Trainer, Coach, hauptsächlich im Bereich Java und Systemintegration. Und ja, falls ihr also auch in eurem Projekt gegebenenfalls mal Unterstützung braucht im Team oder in Form von einem Coaching, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an mich wenden oder mir gegebenenfalls auch, wer Lust hat, hier auf Twitter folgen. Okay, also ganz kurz zusammengefasst, was passiert da eigentlich gerade in der letzten Zeit? Eine Sache hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, das ist die Tatsache, dass eben die Java EE-Plattform, die für einige Jahre eben unter der Schirmherrschaft von Oracle war, abgegeben wurde und jetzt bei der Eclipse Foundation beheimatet ist. Das hat eine ganze Menge überwiegend positiver Konsequenzen. Also zum einen ist eben die ganze Codebasis Open Source geworden, der Classfish Referenzimplementierung des Application Services Open Source geworden, insbesondere auch die TCKs, also Test Compatibility Kit, ist Open Source geworden. Die waren bisher eben nur für teures Geld zu lizenzieren und zu verwenden. Das bedeutet, jetzt kann also potenziell jedermann hergehen und eine Implementierung von einem oder mehreren Java EE APIs herstellen und kann eben dadurch, dass diese TCKs kostenlos bezogen werden können, also kostenlos und selbstständig nachweisen, dass man in Kompatibilität oder eine Kompatibilität
Bibelimplementierung geschaffen hat. Daraus erhofft man sich halt auch einen größeren Wettbewerb und mehrere konkurrierende Implementierungen. Gleichzeitig gibt es aber auch auf juristischer Ebene Probleme, Namensrechte, Markenrechte und so weiter. Deswegen darf die Plattform nicht mehr Java IE heißen und man hat dann eben über einen gewissen Prozess diesen neuen Namen Jakarta IE eben ins Leben gerufen mit diesem neuen Logo. Und das Ganze ist jetzt ein wenig langwieriger, als man sich das erhofft hat. Es geht nicht nur darum, Millionen Zeilen Code die Bildsysteme der Eclipse Foundation zu migrieren, sondern es geht eben auch um die Spezifikation, also die eigentlichen Textdokumente. Es geht um Copyrights, Namensrechte, wie gesagt. Und man ist jetzt also im Begriff, das alles abzuschließen. Und dass dann demnächst eben ein erstes Jakarta IE Release erscheinen soll unter der Eclipse Foundation, unter dem Eclipse Lizenzmodell, das komplett Open Source ist und das dann zunächst mal einmal natürlich rückwärtskompatibel, aber auch funktional identisch sein soll mit Java IE 8 und dann im Anschluss daran kann dann die Weiterentwicklung der Plattform vorangehen. Und in diesem Zusammenhang hat sich eben auch dieses Projekt, über das wir heute sprechen wollen, gegründet. Das ist das Eclipse Microprofile. Denn in dieser Zeit, als es so um diese eigentliche Kernplattform Java IE und die Migration zur Eclipse Foundation, als das nicht so recht voranging und auch unklar war, ob das überhaupt klappen würde, der Übergang zu Eclipse, da haben sich halt die Hersteller der ganzen anderen Application-Server, also beispielsweise Red Hat und IBM und Tomitribe und wie sie alle heißen, Payara, die haben sich eben zusammengetan, haben gesagt, okay, wir können jetzt nicht die ganze Zeit hier sitzen und warten und bis die Rechtsabteilung, die ganzen Legal-Abteilungen sich irgendwie da geeinigt haben, bis der Migrationsprozess abgeschlossen ist und in der Zwischenzeit passiert keine Innovation mehr. Das ist ja genau eigentlich ein Kritikpunkt gewesen, dass die Innovationszyklen so langsam gewesen sind in der Vergangenheit und so hat man sich also hingesetzt und überlegt, was wären denn sinnvolle Erweiterungen für diese Plattform, damit man sie halt für zeitgemäße Anwendungen, wie wir sie heute bauen, fitter macht die Plattform und damit es eben leichter ist, beispielsweise eben Microservices, Cloud-Native-Anwendungen mit der Plattform zu bauen. Man hat natürlich auch, das ist auch kein Geheimnis und ganz logisch, man hat natürlich auch geschaut, was macht beispielsweise Spring Boot oder was machen andere Frameworks besser, was haben die, was wir nicht haben und hat in gewisser Weise dann natürlich auch ein bisschen einige Dinge nachgebaut. Ja. Und das ist eben das Microprofile, das bedeutet, das ist aktuell ein separates Projekt, das neben dem Jakarta IE-Projekt bei der Eclipse Foundation beheimatet ist. Da werden in einem sehr, sehr schnellen Tempo neue APIs vorgestellt und implementiert und zum Download bereitgestellt. Da habe ich hier eine Übersicht mitgebracht, wo man sieht, was da alles bisher geschaffen wurde und schon existiert. Das ist die aktuelle Version von Microprofile. Ihr seht, wir sind schon bei Version 2.2. Ja, also seit 2017, wann es da, glaube ich, losging, hat man schon einige Versionen ins Leben gerufen. Und zu diesem Microprofile gehören eben einige APIs, die schon aus Java IE bekannt sind, aus Java IE 7 oder Java IE 8, also CDI beispielsweise, JSONP für JSON-Unterstützung, JAX-OS für REST-basierte oder ja, HTTP-basierte APIs. Die sind also auf jeden Fall dabei und dann sind eine ganze Menge neue Dinge dabei, die man gegebenenfalls noch nicht gesehen hat. Da hat man eben neue APIs geschaffen, die eben jetzt in die Plattform dann künftig einfließen sollen. Da haben wir also beispielsweise Unterstützung für widerstandsfähige Anwendungen, Stichwort Resilience oder Fault Tolerance, Unterstützung von Metriken, Unterstützung von Open API, beziehungsweise früher bekannt unter dem Namen Swagger. Wir haben ganz oben rechts haben wir Unterstützung für standardisiertes Laden und Beziehen von Konfigurationsinformationen. Das ist ja ganz interessant eigentlich, dass man, obwohl die Plattform schon so viele Jahre existiert, dass man eigentlich keinen standardisierten Mechanismus bisher dafür hatte, um Konfigurationsinformationen aus unterschiedlichen Quellen einzulesen. Manche liegen in der Konfigurationsdatei, andere sind über Umgebungsvariablen oder System Properties oder irgendwie anders gesetzt, vielleicht auch aus proprietären Quellen, Datenbanken oder wo die dann auch immer herkommen. Aber man war immer darauf angewiesen, entweder proprietäre Bibliotheken zu verwenden, wie Apache Commons Config beispielsweise, oder selbst irgendetwas zu programmieren, um halt diese Konfigurationsparameter zur Laufzeit einzulesen. Da hat man sich jetzt also, das werde ich gleich unter anderem zeigen, einen standardisierten Weg überlegt.
Ja, und für Health Checks natürlich, für solche Umgebungen wie in Kubernetes beispielsweise, dass man eben automatisiert feststellen kann, ob ein Knoten gerade eben noch am Leben ist oder nicht am Leben ist. Unterstützung für JOT, also JSON Web Tokens. Alles das, was man sich so vorstellt, was man eben typischerweise für die Entwicklung entweder von Microservices oder es können durchaus auch Monolithen sein. Also diese Dinge kann man auch im Monolithen hier und da gut verwenden und einsetzen, für den Betrieb in der Cloud verwenden kann. Das ist der aktuelle Stand. Und einiges davon werden wir uns jetzt ansehen. Ken Finnegan von Red Hat hat dieses Zitat hier hinterlassen, das tatsächlich wirklich wahr ist. Ja, also dieses Microprofile bewegt sich in einer Geschwindigkeit, die sehr, sehr ungewohnt ist für uns, wenn wir die Vergangenheit von Java EE betrachten, wo dann alle 2 bis 3 Jahre mal ein neues Release kam und dann hat es ewig gedauert, bis die Application Server zur Verfügung standen, die das dann auch tatsächlich umsetzen. Und bei diesem Microprofile ist es jetzt wirklich so, ihr habt es gesehen, Version 2.2, dass alle paar Monate, ich glaube der aktuelle Plan ist, in jedem Quartal eine neue Version des Microprofiles zu veröffentlichen und dann auch zeitgleich sofort Implementierungen davon zur Verfügung zu stellen. Und die verfügbaren Implementierungen, die es heute aktuell schon gibt, können wir jederzeit verwenden und runterladen. Ich werde es auch gleich zeigen an einem Beispiel, wie man es machen kann. Es gibt also verschiedene. Vor ein paar Jahren gibt es ja diese kommerzielle Version des Glassfish Application Servers in verschiedenen Varianten. Da gibt es beispielsweise auch die Micro Edition. Das ist dann quasi, wenn man so will, der Glassfish, der aber so reduziert ist, dass er nur genau diese APIs enthält, die wir eben gerade in der Übersicht gesehen haben und alles andere nicht. Dadurch ergibt sich dann ein sehr schlanker Server. Wir haben den Thorntail, früher als Whitefly Swarm bekannt. Das ist der neue Name von Swarm aus dem Hause Red Hat. Dann gibt es von IBM den WebSphere Liberty bzw. den Open Liberty Server, der gerade in der jüngsten Vergangenheit sehr, sehr viele Freunde gewonnen hat. Von Apache gibt es den Tommy, es gibt Hammock und es gibt auch ganz aktuell beispielsweise, haben bestimmt auch einige von euch schon gelesen oder was darüber gehört, das Quarkus Framework, das auch ganz neue Wege geht, auch jetzt hinsichtlich der Frage, wie kriegen wir unsere Java Runtimes noch kleiner und noch schnellere Startup-Zeiten mit der Kral-VM und auch dieses Quarkus Framework beispielsweise unterstützt das Microprofile. Das, was ich euch jetzt hier zeigen werde. Genau, so, dann können wir also anfangen. Live-Coding ist ja immer ganz spannend, hoffentlich für euch, aber insbesondere auch für den, der das hier vorne machen muss, ja, weil es kann natürlich einiges schief gehen. Wir wollen hoffen, dass das jetzt heute nicht der Fall ist. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr sozusagen starten könntet jederzeit. Es gibt, auch das hat man natürlich in gewisser Weise ein bisschen abgekupfert, gibt es so ein Microprofile-Starter-Webseite und start-microprofile.io. Und hier könnten wir jetzt also unser Projekt beginnen. Und dann sagen wir also mal, wir machen jetzt hier quasi ein eigenes Package für die JAX 2019. Jetzt können wir überlegen, für welche Microprofile-Version wollen wir unterstützen. Für die ganz aktuelle 2.1 ist dieses Starter-Projekt hier noch nicht vorbereitet, 2.2. Deswegen nehme ich mal die 2.1. Jetzt hat er mir hier mein Formular resettet. Dann müssen wir das nochmal machen. Also JAX 2019, so Microprofile-Version, die 2.1. Jetzt können wir aussuchen, auf welchem Server wollen wir unser Beispielprojekt für welches wollen wir uns erstellen lassen. Ich nehme jetzt mal den Open Liberty und dann kann man sich hier noch ein paar Beispielimplementierungen für einige der Spezifikationen quasi gleich integrieren lassen. Ich werde jetzt mal hier die nur selektiert lassen, die wir hoffentlich in der verbleibenden Zeit schaffen werden. Und dann geht es auch schon los. Dann klickt man hier auf den Download-Button und bekommt dann quasi eine ZIP-Datei zurück, die wir jetzt hier mal speichern. So. Dann können das alle lesen, hoffentlich auch ganz hinten. Ich habe die Schrift schon vergrößert, aber so viel werden wir auf der Konsole nicht sehen. Wir entpacken jetzt natürlich erstmal das hier in ZIP-JAX 2019. So. ZIP-JAX 2019. So, jetzt sehen wir, dass wir da drin im Prinzip ein POM haben und ein Source Folder. Das heißt, wir haben also ein Maven-Projekt erhalten. Das können wir jetzt direkt mal bauen. Maven Package, das wird beim ersten Mal natürlich ein bisschen länger dauern als bei den folgenden Malen. Was er jetzt macht, ist, er kompiliert jetzt natürlich die Sourcen von unserem Beispielprojekt, die wir uns auch gleich anschauen werden. Und ich hatte ja ausgewählt in diesem Formular, dass wir das auf Basis des Open Liberty Servers machen wollen. Das heißt, dass in diesem POM
File ist jetzt schon ein Maven-Plugin drin eingebaut vom Open Liberty Server, mit dessen Hilfe wir jetzt also nicht nur die Implementierung des Microprofile, die auch von Open Liberty geliefert wird, in unser Projekt hineinbekommen, sondern wir bekommen auch eine Menge andere Dinge. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, was wir jetzt nach dem Bau in dem Target-Ordner haben, dann sehen wir hier oben, da hat er uns ein ganz normales WAR-File gebaut. Das ist natürlich eine kleine Anwendung, entsprechend dann auch relativ klein. Und er hat uns aber hier auch eine JAR-Datei gebaut, die JAX 2019 JAR-Datei. Die ist aktuell 131 Megabyte groß. Die kriegen wir gleich noch deutlich kleiner. Und das ist also quasi die eine einzige Datei, ein Runnable JAR, in dem der Open Liberty Server drin ist mit unserer Anwendung. Wir könnten die also jetzt starten mit java-jar target JAX 2019.jar. So, wenn wir das jetzt machen, dann startet er den Open Liberty Server und unsere Anwendung wird dann da drin laufen. Ne? Der Server ist bereit, also geht auch relativ schnell, wie man sieht. Ist nicht mehr wie früher, wo man 2 Stunden warten musste, bis so ein Webspace startet. So, und dann können wir quasi hier, JAX 2019, haben wir unseren Kontext. Das hat nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Die Anwendung wurde eigentlich gestartet, ne? JAX 2019. Interessant. Bitte? Das kann sein, ja. Das kann sein, dass wir einen anderen Server noch laufen, einen alten Server noch laufen. Na gut, stoppen wir den. Ihr habt gesehen, es startet. Wir wollen jetzt sowieso anders entwickeln. Was ich zeigen wollte, ist halt vor allen Dingen, dass wir, wie gesagt, ich zeige es nochmal eben, dass wir hier eben momentan ein Runnable JAR haben, das man letztlich in den Docker-Container oder so stecken könnte, das momentan eben 131 Megabyte groß ist. Okay, gut. Guter Punkt. Wir haben wahrscheinlich aus meinem vorherigen Projekt haben wir hier noch den anderen Server am Laufen. Wir nehmen mal stoppen. Ja, der schien noch gestartet gewesen zu sein. Das wird dann natürlich nicht funktionieren, weil die auf demselben Port laufen. So, jetzt wollen wir mal dieses neue Projekt, das wir da erstellt haben, wollen wir mal öffnen. Öffnen wir mal diese POM-Datei hier in IntelliJ als Projekt. Gucken uns mal diese POM-Datei eben an, die da drin steckt. Da steckt wirklich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel drin. Man kann also hier eben sehen, dass es im Prinzip nur eine Dependency gibt, die Dependency auf das Microprofile der Version 2.1. Und dann haben wir hier eben ein Maven-Profil vom Typ Liberty, das uns im Prinzip liefert, dass er uns diese Pakete vom Open Liberty runterlädt, gegebenenfalls über Maven runterlädt, also ein komplettes Liberty-Paket runterlädt vom Typ ZIP. Das entpackt er dann und baut dann daraus unser Runnable JAR zusammen und gleichzeitig eben auch die VAR-Datei. Hier sehen wir, was er macht. Das Application Archive ist .var und das Runnable ist das .jar. Das kann man dann entweder an der Kommandozeile starten oder man wirft diese VAR-Datei in irgendeinen Container rein. Das macht man am besten zur Entwicklung, damit man schneller vorankommt. So, und hier kann man eben auch einstellen, was soll er alles machen. Da haben wir diese Einstellung, dass er ein Runnable bauen soll, also ein Runnable JAR. Und wenn ich hier vorher noch Minify davor schreibe, dann gebe ich ihm quasi die Anweisung, er soll also schauen, dass er dieses Runnable JAR so klein wie möglich macht. Und wenn ich jetzt nochmal, bin ich leiser geworden, ne? Wenn ich jetzt nochmal Maven Package aufrufe und dann schaue, wie groß das ist, eben hat mir so um die 115 Megabyte, glaube ich, war dieses Runnable JAR groß. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, ist es deutlich kleiner geworden, ne? Durch diese Minify-Anweisung. Aber da kann man sehen, das ist jetzt quasi nur noch 57 Megabyte groß. Ne? Also ich meine, das ist natürlich immer noch relativ groß, aber da ist jetzt wirklich der komplette Server drin. Man kann jetzt noch das mehr, noch effizienter machen, mehr optimieren, dass noch mehr Sachen rausgeworfen werden, die man eigentlich gar nicht vielleicht benötigt. Aber das ist schon mal, glaube ich, ganz gut. So, dann können wir das mal starten. So.
Schauen wir mal. Ja, wunderbar. So, das ist jetzt quasi diese Beispielanwendung, die er uns gebaut hat, auf deren Basis wir jetzt beginnen können, unsere Anwendung zu erstellen. Und da hat er uns für diese Beispiele, die ich vorhin, erinnert ihr euch vielleicht, in diesem Formular angeklickt habe, für welche APIs soll er Beispiele liefern, dafür hat er jetzt schon ein paar Beispielklassen erstellt, natürlich ein bisschen auf Hello World Basis, aber das eignet sich jetzt ganz gut hier für unsere Demo-Zwecke. Unter anderem ist es eben so, dass wir jetzt hier schon eine quasi automatisch geschenkt bekommen haben, eine Open API Dokumentation unserer kleinen Anwendung. Wir können also quasi hier auf diesen Link klicken oder wir können auch oben das einfach natürlich in die Adresszeile einfach eingeben. Also unter dem Link Open API haben wir jetzt hier eine Open API oder früher eben, wie gesagt, bekannt unter dem Namen Swagger, eine Open API Beschreibung unserer Anwendung. Da können wir also sehen, dass es unter anderem hier einen Pfad gibt, data/hello, da gibt es eine Operation say hello und die gibt wohl irgendein String zurück und hier unten sind noch andere Operationen, die wir dann uns im Laufe noch anschauen werden. So, dann wollen wir mal sehen, was es damit auf sich hat. Und zwar ist das der Hello-Controller. Das ist ein ganz normaler JAXAS-Controller, der eben unter dem Pfad Hello hier einen String zurückgibt. Einfach nur Hello World String zurückgibt. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können das Ganze jetzt mal ein bisschen komplexer machen, sozusagen. Natürlich im Rahmen unserer 60 Minuten, die wir haben. Nur mal zu zeigen, welche Auswirkungen das dann automatisch hat auf unsere Open-API-Darstellung. Wir bauen mal eine neue Klasse, die nennen wir zum Beispiel Message. So, da gibt es drin, na komm, so, da gibt es drin einen String für den Text und einen Timestamp. So, dann brauchen wir einen Konstruktor und wir brauchen Getter für die beiden. So, dann haben wir eine Klasse Message. So, und jetzt können wir das hier mal ein bisschen anspruchsvoller gestalten und könnten also zum Beispiel so ein Objekt erstellen. Also Message, New Message, Hallo Jax 2019 und dann brauchen wir noch den Timestamp Now. Und geben eben genau diesen zurück. Dann geben wir hier natürlich eine Response zurück. Response. So. Response. Okay. Entity ist jetzt unsere Message. So, geben das also zurück und müssen jetzt hier ihm natürlich sagen, dass wir JSON zurückliefern. Also produces media type Application JSON. Das ist soweit ja eigentlich alles ganz normal JAXAS. Da haben wir vom Microprofile noch nicht viel gesehen. Aber jetzt können wir uns quasi anschauen, wenn wir quasi einmal das Ganze neu bauen, welche Auswirkungen das nur auf unsere Open API Darstellung hat, soweit. 9 Sekunden müsste das ungefähr dauern. Genau, 10. So, jetzt können wir schon sehen, hier haben wir eigentlich noch weniger Informationen bekommen als vorher, aber hier unten, das hat er auch noch nicht festgestellt, er hat also auch noch kein Schema erzeugt. Das heißt, bisher haben wir zwar unsere Anwendung ein bisschen komplexer gemacht, aber er hat jetzt bei der Erstellung von unserer Open API Darstellung, fehlen ihm jetzt die Informationen, um dieses Open API erstellen zu können. Und die können wir jetzt kommen wir zu dem, was das Microprofile liefert, die können wir ihm jetzt geben, können ihn dabei unterstützen, diese Open API Darstellung zur Laufzeit zu generieren, mit Hilfe von speziellen Annotationen. Ja, und diese Annotationen, die gab es auch schon aus dem Swagger-Projekt, diese Swagger-Annotationen, die haben da ganz ähnlich ausgesehen, die waren aber proprietär. So, damit ich das nicht alles tippen muss, habe ich das hier mal ein bisschen vorbereitet, damit ihr euch nicht langweilt. So, man kann jetzt also hier quasi eine solche Annotation einfügen. Zum Beispiel diese Add-Operation-Annotation, ne? Die kommt, wie man aus dem Package sieht, aus dem Microprofile Open API Package und damit sagen wir jetzt quasi diese Microprofile Open API, also hier ist eine Operation, die soll eine bestimmte Textzusammenfassung haben, schreiben wir halt hin, die erzeugt eine Nachricht mit einem Timestamp und die hat natürlich auch eine API-Response. Es kann mehrere haben, natürlich erfolgreiche Antwort, fehlerhafte Antwort, wir haben jetzt hier mal nur eine.
mit dem Response Code 200. Okay, die Beschreibung dieser Antwort ist eine erfolgreiche Nachricht und der Inhalt dieser Response wäre vom Typ JSON und die Daten, die entsprechen einem bestimmten Schema, also JSON-Schema, und dieses Schema wird implementiert von der Klasse MessageClass. Ne? Das ist ja die ich da gerade gebaut habe. So, dadurch, dass ich jetzt diese Annotation hier in meinen Code eingebracht habe, kann ich jetzt quasi das Ganze wieder einmal neu zusammenpacken und dann schauen, wie sich meine OpenAPI Beschreibung verändert hat. Und da werden wir jetzt gleich hier sehen, bei dieser Operation hier oben, dass er jetzt viel mehr Informationen hat. Ne? Er sagt jetzt, also hat hier dieses Summary, das wir gerade eingefügt haben, dass wir in eine Nachricht mit einem Timestamp zurückgeben, dass es eine Response gibt mit dem Code 200. Das ist dann eine Successful Message Response. Der Inhalt der Antwort ist vom Typ JSON und dieses JSON entspricht einem bestimmten Schema, nämlich diesem Schema Message, und das finden wir jetzt hier unten in der OpenAPI-Beschreibung unter diesem JSON-Schema, das hier unten steht. So, und so kann man quasi Schritt für Schritt sukzessive so eine OpenAPI-Dokumentation jetzt aufbauen mit Hilfe dieser standardisierten Annotationen oder künftig standardisierten Annotationen und kann dann eben diese OpenAPI-Beschreibung der eigenen API, des eigenen Service eben an Client-Entwickler geben, damit die eben daraus Testfälle erzeugen, Clients erzeugen, und man kann natürlich auch eine eigene API-Dokumentation daraus generieren, aber auch das kriegt man eigentlich schon geschenkt. Ich brauche jetzt eigentlich hier oben nur an diese URL, unter der die OpenAPI-Beschreibung zu finden ist, die brauche ich nur zu erweitern um UI, und dann von Zauberhand bekommt man erstmal einen Fehler. Unauthorized, das ist sehr interessant, okay. Hide Error, okay. Fail to load API. Okay, das hatte ich noch nicht. Das sind die Fehler, die dann eben auftreten, wenn man das Live-Coding macht. Sehr interessant. OpenAPI, merkwürdig. OpenAPI. UI. Ah, vielleicht mit Slash hinten. Hilft ja manchmal. Ne, interessant. Okay, gut. Da müssen wir einfach glauben, dass er jetzt hier so eine ähnliche, wer das von euch kennt, diese Swagger UI, dass er die aufbaut. Die kann ich euch zeigen. Den Editor Swagger. Swagger.io ist das, glaube ich, ne? Das ist dieser Online Swagger Editor. Da kann man auf der linken Seite so eine OpenAPI-Datei erstellen, in diesem Editor, der im Browser läuft. Und auf der rechten Seite wird dann on the fly sozusagen bei jeder Änderung so eine API-Dokumentation in HTML daraus gerendert. Man kann also quasi, wenn ich jetzt hier reinschreiben würde, das ist nicht der Swagger Pet Store, sondern das ist der Yax Pet Store, dann seht ihr, dass es auf der rechten Seite sich gleich so verändert. Und so würde sich dann logischerweise auch für jede neue API-Operation, die ich links Stelle, würde sich dann rechts diese UI verändern, und man bekommt dann hier so eine schöne, naja, auch schön ist das Geschmackssache, aber man bekommt dann so eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen API-Endpunkte und Operationen und kann die dann gegebenenfalls hier mit diesem Try-It-Out-Button kann man die dann auch sofort ausprobieren und Requests an diese API schicken. So, und genau dasselbe kriegt ihr also normalerweise, wenn es jetzt keinen Fehler gegeben hätte, für eure Anwendung. Ja, ich muss herausfinden. Ich werde also diese ganzen Sachen, für, wenn ihr Interesse daran habt, dann auf GitHub legen, und dann könnt ihr euch das anschauen, dann wird es auch funktionieren. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht angezeigt wird. Okay, gut. Was man darüber hinaus machen kann, ist, man kann jetzt in seiner Schemaklasse hier, könnte man auch noch weitere Informationen unterbringen. Ja, man könnte also jetzt hier zum Beispiel diese Schema-Annotation anbringen und einfach da Zusatzinformationen unterbringen, zum Beispiel sagen, welche dieser Properties, wenn ein Client jetzt so eine Message schickt, in JSON verpflichtend wären. Ja, man könnte also zum Beispiel sagen, required sind in dem Fall beide, also Text und Created. Ja, und da müssen wir die Klammer natürlich wieder zumachen. Das hat ihm nicht gefallen, weil das muss heißen Required Properties. So, genau, so. Wenn ich jetzt hier quasi das nochmal packen würde, dann kann man sehen, dass auch diese Information dann in diesem OpenAPI zu sehen sein wird. Hier unten im Schema, das wird jetzt weitere Informationen erhalten,
da wird jetzt stehen, dass diese beiden eben required sind. Und so kann man also auf vielfältige Weise durch die Hinzunahme solcher Annotationen eben steuern, wie die OpenAPI-Dokumentation dann am Ende aussieht. So, jetzt gibt es natürlich auch Kritik an diesem Vorgehen, ja, die häufig geäußert wird, auch von mir selbst übrigens, dass man nämlich sagen kann, na gut, alles gut und schön, aber wenn ich jetzt in meinen Code immer so viele Annotationen hier reinbringe, nur um diese OpenAPI-Dokumentation, dieses OpenAPI-File irgendwie zu erzeugen, und das sind bei weitem nicht alle Annotationen, die ich da verwenden könnte. Also je ausführlicher, je genauer mein OpenAPI aussehen soll, desto mehr Annotationen muss ich da einbringen. Ich könnte beispielsweise hergehen, wenn es jetzt eine Post-Operation ist, die Daten erwartet vom Client, dann habe ich ja hier Methodenparameter an der Stelle. Und dann könnte ich jeden Methodenparameter könnte ich jetzt hier wieder beschreiben, sodass der auch in OpenAPI beschrieben ist. Irgendwann sehe ich vor lauter Annotationen meinen Code nicht mehr. Ja, das ist also ein Ansatz, der auch nicht wirklich jedem gefällt. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. Was man nämlich machen kann, ist, man kann seine OpenAPI entweder komplett separat erstellen, also nicht automatisch erzeugen lassen, sondern irgendwie anders, manuell oder irgendwie anders erstellen und in das Projekt reinlegen. Oder man kann Fragmente bereitlegen und nur die fehlenden Dinge, die fehlenden Fragmente dann automatisch erzeugen lassen. Das würde man also beispielsweise so machen, indem man hier in dem Web-App-Ordner, da kann man also einen Ordner anlegen, Meta-Inf, und darin legt man dann eine Datei und die nennt man openapi.yaml. So, und hier könnte ich jetzt also OpenAPI-Fragmente reinlegen, könnte also beispielsweise erstmal reinschreiben, oder das muss ich glaube ich angeben, OpenAPI 3.0.0. So, und jetzt könnte ich hier ein Info eingeben, könnte sagen, Titel, das ist jetzt der Titel meiner API, Micro-Profile JAX-Demo Version 1.52 und so weiter und so fort. Und dieses Fragment würde er jetzt erkennen, sollte er hoffentlich erkennen, also wieder neu zusammenpacken und schauen. Und dann müssten wir hier oben quasi, hier haben wir vorher halt solche Default-Texte gehabt, Deployed APIs Version 1.0.0. Und wenn ich jetzt ein Reload mache, dann werden da hoffentlich meine Fragmente drinstehen. Genau. Und auf die Art und Weise kann ich also bestimmte Fragmente vorgeben. Auch das jetzt hier, was ich hier in der YAML-Datei hinterlegt habe, auch das hätte ich mithilfe von Annotationen irgendwo im Code unterbringen können. Und so kann ich für im Prinzip alle möglichen Bestandteile entscheiden, will ich das im Code mit Annotationen haben oder es in eine separate Datei hineinlegen. Man kann dann auch letztlich quasi über eine Konfigurationsoption dieses Scanning oder Suchen nach OpenAPI-Annotationen komplett ausschalten. Okay, so viel zu OpenAPI. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist Konfiguration. Das haben wir eben schon angesprochen. Also die Frage, wie kann ich auf einem standardisierten Weg Konfigurationsparameter aus unterschiedlichen Quellen in meine Anwendung zur Laufzeit reinbekommen. Achso, den Hello Controller, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ja, der also quasi unter dem Pfad Hello jetzt hier einfach einen Text zurückgibt und zur Nachricht Hallo Jux 2019. Den finden wir ja also jetzt quasi hier auf unserer Startseite verlinkt, den Hello JAX-AS Endpoint, genau so. Und der liefert also genau diesen Text zurück. Hallo JAX 2019 bislang. So, und den wollen wir jetzt ein bisschen, oder den werden wir im Verlauf auch noch ein bisschen erweitern, aber wir schauen uns für die Konfigurationsbeispiel hier mal diesen Controller an unter dem Pfad @config und er zeigt, wie das Ganze im Prinzip funktioniert. Also im Grunde genommen ist es so, dass es im Microprofile verschiedene Konfigurationsquellen geben kann. Eine dieser Quellen ist eine im Projekt liegende Konfigurationsdatei, die liegt dann unter Ressourcen meta-inf und da gibt es die Datei, das ist ein festgelegter Name, microprofile.config.properties. Darin kann man Konfigurationsinformationen unterbringen und das sind die mit der allergeringsten Priorität. Das heißt, da kann man Default-Werte unterbringen, beispielsweise das, was gilt, wenn sonst gar nichts konfiguriert ist. Ja? Die haben per Default eine Priorität von 100. Es gibt aber als weitere Standardquellen für Konfigurationsparameter außerdem noch Umgebungsvariablen, die haben die Priorität 300, also je höher, desto mehr, je größer die Zahl, desto höher die Priorität. Und es gibt eben noch die System-Properties, die man mit dem -D-Schalter setzen kann, wenn man den Java-Prozess startet, die haben eine noch höhere Priorität. Ja. Aber hier kann man quasi in dieser Datei kann man Werte unterbringen. Da sehen wir, da haben wir also einen Wert, der injiziert wird. Können wir mal hinschreiben, this is the injected value. So.
Das ist der Name logischerweise des Konfigurationsparameters, das Injected Value. So, und hier sehen wir also, wie man darauf zugreifen kann. Das da unten wollen wir erstmal vergessen, schauen wir gleich an. Wir können also mit dem Add Inject, was wir aus CDI kennen, können wir uns jetzt diese Konfigurationsparameter in unseren Code injizieren lassen und sagen also, wir wollen hier, wir haben ein String-Variable und diese String-Variable soll befüllt werden mit einer konfigurierten Property mit genau diesem Namen Injected Value, ne, wie wir ihn hier da in dieser Konfigurationsdatei übergeben haben. So, und dann haben wir eben so eine AddPath-Annotation, damit wir quasi mit einem Get-Request uns ausgeben lassen können, welcher Wert da gefunden wurde. Also machen wir das mal, wenn wir jetzt quasi hier draufklicken, der injected Wert, dann sehen wir, das ist der Injected Value. Na, das ist noch nicht der, den ich jetzt geändert habe, da müsste stehen, this is, das ist, weil ich den noch nicht neu gepackt habe. Und das ist also eine Möglichkeit, sich diese Werte injizieren zu lassen. Eine andere Möglichkeit, die man auch hat, wenn man CDI nicht verwenden kann oder möchte an irgendeiner Stelle, dann gibt es auch die Möglichkeit, programmatisch das zu machen. Da gibt es diesen Config-Provider des Micro-Profiles, von dem man sich dann so eine Instanz von Config besorgt und dann kann man eben über diese GetValue-Annotation kann man sich dann eben die Werte, die auf einen bestimmten Typ gecastet werden, aus dieser Konfiguration herauslesen. Man kann auch Default-Werte dann hier verwenden und so weiter. Das funktioniert aber letztlich genauso wie dieser Injection-Mechanismus. So, jetzt machen wir mal einen anderen. Wir zeigen, will ich jetzt mal kurz gucken, kurz zeigen, wie das mit diesen Default-Werten beispielsweise funktioniert. Wir nehmen jetzt also mal einen Wert, den wir bisher nicht konfiguriert haben. Das wäre der myConfigValue. So, nennen wir den ruhig myConfigValue. So, den gibt es ja bisher nicht. Wenn ich jetzt diese Anwendung my value, so, my config value. So, und da gehen wir zurück. Das war nicht richtig. My config value. So, was haben wir falsch gemacht? Bitte? Methodennamen. Okay. Ja, natürlich. Dankeschön. So, get my config value. So, wenn ich das jetzt so deployen würde, dann würde es einen Fehler geben, weil er nämlich schon beim Deployment merkt, hier versucht jemand einen Konfigurationswert zu injizieren, der weder in dieser Datei liegt, die ich euch gezeigt habe, noch in der Umgebung irgendwo gefunden werden kann. Ja, dann würde er schon einen Deployment-Fehler machen. Was wir deswegen machen können, ist, wir können hier schon an der Stelle sagen, wir können einen Default-Wert angeben, können zum Beispiel sagen, das wäre jetzt hier mein Default-Value. So, starten wir das Ganze nochmal wieder. Zum Nachweis, dass das alles so funktioniert. Jetzt haben wir, wie haben wir es genannt? Wir haben es genannt myConfigValue. Okay, also myConfigValue. So, da kommt, okay, habe ich schon mehr gezeigt, seht ihr, als ihr eigentlich, als ich zeigen wollte. Der ist jetzt nicht der Default-Wert tatsächlich, ja, sondern es ist ein Wert, den er aus der aus meiner Umgebungsvariablen rausgelesen hat. Dann setzen wir den mal anders, dann machen wir mal ein Export myConfigValue. Ist gleich 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir aber einmal den stoppen, weil der nämlich diese Umgebungsvariable nur ausliest beim Starten. Man kann das auch dynamisch machen, da gibt es dann noch eine andere Möglichkeit. Aber das ist jetzt der Weg, wo die quasi zum Start des Servers quasi ausliest, die Umgebungsvariablen. Jetzt müsste also quasi mein Wert 1, 2, 3 ausgelesen haben aus der Umgebungsvariablen. Und der müsste jetzt hier erscheinen. Schauen wir mal. Genau, jetzt ist es nur noch 1, 2, 3. Er hat jetzt also quasi aus der Umgebungsvariablen diesen Wert gefunden. MyConfigValue, den ich Ihnen hier angegeben habe, hat nicht diesen Default-Wert verwendet. Wenn ich den jetzt hier einfach so nennen würde, dann würde ihn wieder nicht finden, natürlich, weil es diese Umgebungsvariable nicht gibt. Und dann würde der Default-Wert dann eben, der wäre dann relevant und würde dann hier verwendet werden.
Also man hat Zugriff auf Umgebungsvariablen, man hat Zugriff auf das meine Default-Welt. Man kann Default-Werte setzen und die können, wie gesagt, aus der Datei, aus den Umgebungsvariablen oder aus den System-Properties kommen. Jetzt ist es aber häufig so, dass man noch ganz andere Orte hat, wo man manchmal seine Konfiguration vielleicht ablegen will. Dann kann man sogenannte Custom-Config-Sources bauen. Bauen wir mal so eine. My Custom Config Source. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir hätten alle unsere Konfigurationen in einer Datenbank abgelegt. Die Datenbank, die simulieren wir jetzt mal mit einer Hashmap. Man muss also quasi so einen Config Source bauen. Die muss natürlich ein Interface implementieren. Implements Config Source. So, da haben wir jetzt hier also eine Map. Eine statische, die unsere Konfigurationsparameter enthält. Die wird am Anfang mit ein paar Werten befüllt, Wert 1, 2, 3 und so weiter aus der Datenbank. Und dann müssen wir hier ein paar Methoden noch implementieren, die dieses Interface Config Source eben vorschreibt. Wir müssen also sagen, welche Priorität oder welches Ordinal hat diese Custom Config Source. Die habe ich auf 1 gesetzt, also hat die allerhöchste Priorität. Da wollen wir als erstes versuchen, unsere Konfigurationsparameter herzubekommen. Dann muss man halt Methoden anbieten, um alle Property-Namen zurückzugeben, alle Properties, da geben wir halt die Map zurück oder einen bestimmten Wert herauszugeben und das Ganze hat auch einen Namen. So können wir auf diese Art und Weise eben aus einer Datenbank, aus einem LDAP oder woher auch immer unsere eigenen Konfigurationsquelle einsetzen. Jetzt müssten wir nur noch unserer Anwendung sagen, dass es diese Config Source gibt und für diese Plugins, die man da quasi bauen kann, gibt es eben diesen Mechanismus in Java über den Service Loader. Dafür legt man dann quasi hier in MetaInf eine Datei an mit einem ganz bestimmten Namen. Die hat in diesem Fall den Namen, Entschuldigung, das ist Quatsch, wir müssen hier einen Ordner Services machen. Services, so. Und da drin braucht es dann eine Datei mit einem bestimmten Namen. Und zwar muss sie da heißen org eclipse microprofile config spi config source. Warum? Weil das ist genau der Package-Name und der Klassenname dieses Interfaces, das wir da implementiert haben. Dieses Interfaces hier. Dieses da. So, und dafür gibt es eben jetzt verschiedene Implementierungen. Und da müssen wir jetzt die Implementierung, die wir jetzt erstellt haben, hier reinschreiben. Also wir haben eine Config Source aus MyConf in dieser Klasse, MyConfig Source. Und jetzt sollte er das natürlich finden. Jetzt können wir ihm hier noch eine Methode spendieren, damit er die Datenbank Werte anzeigt, also myDB-Value, achso, den wollen wir hier oben injecten. Value from DB1 nehmen wir mal zum Beispiel, ABC wäre das, das ist ein bisschen langweilig hier, machen wir DEF und EFG. So, ABC wollen wir aber angezeigt bekommen, also Value from Database 1, den injecten wir hier, wir haben keinen Default-Wert, das ist jetzt myDB-Value. So, und hier myDB-Value. So, myDB-Value. Wunderbar. So, das haben wir geschafft. Einmal neu bauen und dann anzeigen. myDB-Value. Mal sehen, ob das alles jetzt so klappt. 10 Sekunden und ABC. Ja, das ist genau, was wir sehen wollten. Er hat jetzt also aus unserer Konfigurationsquelle diesen Wert ABC ausgelesen, aus unserer Datenbank. Also so kann man sehr, sehr viele Dinge machen und das Schöne an der Stelle ist halt eben, dass es jetzt mal eine standardisierte Möglichkeit ist, auch in dem Zusammenhang, wenn man eben beispielsweise in der Cloud, in einem Docker-Container seine Anwendungen betreibt. Das ist ja ein ganz typischer Anwendungsfall, dass man von außen über Umgebungsvariablen die Konfiguration hineingibt, gegebenenfalls aber innerhalb des Containers noch irgendeine Konfigurationsdatei mit Default-Werten einbaut und dann kann man das an der Stelle sehr, sehr schön verwenden. So, nächstes Thema, Fault Tolerance.
Da gibt es auch ein paar Dinge, um jetzt die Widerstandsfähigkeit von so einer Anwendung zu erhöhen. Auch wieder auf einem standardisierten Weg. Das Ganze ist inspiriert von, negativ kann man sagen, abgekupfert von Frameworks wie Hystrix oder auch Failsafe, die ja in der Vergangenheit relativ häufig verwendet worden sind. Auch hier, wie gesagt, der Gedanke, dass man diese Dinge halt einfach in die Standardplattform hineinbringt, um dann künftig nicht mehr auf solche proprietären Frameworks angewiesen zu sein, die dann möglicherweise irgendwann nicht mehr weiterentwickelt werden, wie das ja bei dem einen oder anderen der Fall sein soll von Netflix. So, dafür gibt es jetzt also verschiedene sogenannte Fault Tolerance Policies, nennen die, also Policies oder Richtlinien für die Widerstandsfähigkeit, für die Fehlerbehandlung. Und das Ziel oder Zweck der ganzen Geschichte ist einfach, die Ausführungslogik, unsere Anwendungslogik zu trennen von der Ausführungslogik. Was tue ich, wenn irgendetwas zu lange dauert, wenn ich ein System nicht erreiche und so weiter? Und da gibt es eben verschiedene Annotationen, die man eingeführt hat, wie Timeout, wie Retry, wie Fallback und so weiter. Und das kann man ja alles hier auch an einem schönen Beispiel demonstriert. Wir haben ja also eine Methode, die einen Fehler provoziert. Und zwar haben wir die Methode Check Timeout heißt die. Und was die macht, ist, die schickt den Thread erstmal schlafen, 700 Sekunden. Das ist natürlich was, was man jetzt normalerweise nicht tun sollte. Ne? Darum geht es natürlich nicht. Also bitte nicht zu Hause nachmachen, sondern es geht ja jetzt um den Demonstrationszweck. Also die Methode schläft für 700 Millisekunden, hat aber einen Timeout von 500 Millisekunden. Ja, das bedeutet, die wird niemals erfolgreich sein, logischerweise. Das bedeutet, wir können jetzt sagen, was soll denn passieren, wenn dieser Timeout eintritt? Ja? Und dieser Timeout, wenn der eintritt, dann wirft er eine Exception, eine Timeout-Exception, und die können wir einfach unbehandelt lassen, dann fliegt eben dem Benutzer der Anwendung eine Exception entgegen, oder wir können sie behandeln und dafür müssen wir uns ein Fallback überlegen. Was tun wir denn, wenn diese Methode scheitert? Und da kann man eben hier in der einfachstmöglichen Variante eine Fallback-Methode angeben. Das machen wir hier. Sagen also, wenn irgendwas schief geht, dann wollen wir, dass die Methode Fallback aufgerufen wird. Die ist hier unten. Und die gibt dann den Wert zurück, Fallback Answer Due to Timeout. So, das ist natürlich alles noch nicht so optimal gelöst. Wir werden das gleich noch verbessern. Aber wenn wir jetzt quasi dieses hier aufrufen, dann sehen wir, es dauert einen Moment. Das sind diese 500 Millisekunden. Und dann kommt genau diese Antwort. Er ist jetzt in diesen Fallback reingelaufen. So, genau. Eine Sache, die jetzt hier an der Stelle natürlich nicht schön ist, deswegen steht hier schon Better Use Fallback Handler, ist natürlich die Tatsache, wenn ich mich hier jetzt leider vertippe, dann passiert erstmal gar nichts. Denn für den Compiler ist das alles doch wunderbar. Und der wird natürlich nicht feststellen, dass es die Methode Fallback Deblip gar nicht gibt. Und ich merke das erst zur Laufzeit. Das ist also ein sehr einfacher Mechanismus, der aber, zum Scheitern zu Fehlern einlädt. Und deswegen ist es eigentlich besser, wenn man so eine Klasse schreibt, my fallback Händler, so implements fallback Händler, das ist jetzt eben ein Interface wieder aus dem Microprofile, dieses fallback Händler Interface. So, jetzt muss ich eine Methode definieren, die heißt handle, und da kann ich eben jetzt den Fall behandeln, was passiert, wenn dieser Fehlerfall eingetreten ist, was will ich jetzt tun. Über diesen Execution-Kontext, den mir das Framework übergibt, kann ich feststellen, welche Methode ist denn eigentlich gescheitert, welche Parameter hat man der übergeben und was war der Fehler, der aufgetreten ist, ne? Welche Exception ist aufgetreten. Das interessiert uns jetzt hier mal an der Stelle nicht. Wir geben einfach mal zurück, this is the value from my fallback Händler. So, und dann können wir wieder hier hochgehen, können eben sagen, wir machen das jetzt nicht mit dieser Methode, weil das so anfällig ist, sondern wir verwenden MyFallbackHändler als zur Behandlung von diesen potenziellen Ausfällen, die ja sehr häufig vorkommen. Und wenn wir jetzt einen Reload machen, sollten wir eben natürlich vom Fallback-Händler unsere Antwort bekommen. Das ist schon mal eine einfache Möglichkeit, um eben solche Timeouts zu definieren. Da ist der Wert von dem Fallback-Händler. Um solche Timeouts zu definieren und eben zu sagen, was soll eigentlich passieren, wenn das Timeout eingetroffen ist oder eingetreten ist. So, eine andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist, man kann Retries bauen, ein Retry-Policy. Also da machen wir zum Beispiel mal eine Methode, get public string
dass wir sagen, wir wollen irgendwo eine Preisanfrage für irgendein Produkt machen. So, natürlich nur so getan, ne? Und brauchen natürlich einen Pfad. Retry. Nehmen wir das mal. So. Und jetzt könnten wir das so machen. Wir überlegen uns jetzt, wir würden jetzt normalerweise eine Preisanfrage machen, machen wir aber nicht wirklich, sondern wir überlegen uns irgendeine Zufallszahl. Random next int in der Höhe zwischen von 0 bis 1000. Und dann sagen wir mal, in 66% der Fälle soll das scheitern. Wenn es größer ist als 333, throw new runtime exception to expensive. Na genau, können wir noch so machen, plus quote. So, also wenn das über 333 ist, dann ist das zu teuer. Die muss hier weg. So, genau, dann ist das zu teuer. Andernfalls geben wir es zurück. Value of quote. Ja, dann können wir das hier vielleicht noch ausgeben, dann sehen wir das in der Konsole. Too expensive plus quote. Quote, so. Alles klar, so. Und jetzt wissen wir natürlich, das würde in 66% aller Fälle scheitern, so rein statistisch gesehen. Und wir würden also sehr, sehr häufig einen Fehler bekommen. Und deswegen können wir jetzt also sagen, wir wollen, dass wir das ab und dass er das immer mal wieder probiert. Und dafür gibt es jetzt diese Methode Retry für unsere Retry-Policy. Wir können also sagen, Retry max import. So, max Retries sind, sagen wir mal, 4. Damit müssen wir eigentlich ganz gut fahren. So, neu packen. So, und dann haben wir Retry. Dann holen wir mal ein paar Preisanfragen ab. So, die erste, oh, da haben wir schon Glück gehabt. Achso, das können wir jetzt nicht sehen in dem Log. So, wir machen dann Tail auf Target Liberty WLP. Was haben wir da? User. Servers, Chucks, Logs, Console-Log, genau. So, da haben wir gesehen, dass wir einmal war er zu teuer, 669, beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Nächster Versuch, was ist jetzt passiert? Ah, okay, jetzt irgendein anderes Fehler, da haben wir 4, 321, ah genau, da kommen jetzt diese ganzen gescheiterten Versuche, wo eben zu hohe Preisanfragen, alle, die über 333 waren, und dann ist in den Retry gekommen tatsächlich. Aber wir sehen im Browser, dass wir jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall, dass wir tatsächlich eine Exception bekommen haben oder einen Status 500. Bekommen wir relativ selten. Da ist mal ein 500er Status gekommen. Da haben also die Retries nicht ausgereicht. Wir waren dreimal hintereinander zu teuer. Ja. Und dann kann man also jetzt natürlich noch kombinieren und könnte also sagen, für den Fall, dass selbst 4 Retries nicht ausreichen, machen wir hier wieder so ein Fallback und sagen, wenn das alles nicht hilft, dann müssen wir die Fallback-Quote-Händler, okay, da haben wir den schon, zack, zack, so. IntelliJ macht Spaß, ne? So, also String, dann geben wir zurück my most recent known quote. Das geben wir zurück, wenn sonst gar nichts geht. So, dann müssen wir das hier wieder abbrechen. Einmal bauen. Maven Package. Wir müssen dahin zurück. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Compilation Fehler. Gucken, was haben wir gemacht? My fallback quote Händler Class. My fallback quote Händler. Interessant. Ah, müssen wir importieren. Oder wo hat er den? Bitte? Ah, richtig, sehr gut, vielen Dank. Super. So geht Pair Programming, ne? Ja, super. Ja. Super. Genau. Einmal übersetzen, bauen.
Ihr seht die Stade, den Server gar nicht neu, ne? Der baut nur immer dieses Projekt neu und der Server, der läuft im Hintergrund und lädt dann dynamisch immer dieses neue WAR-File nach. So kann man relativ zügig dann implementieren. So, jetzt machen wir hier wieder ein paar Retries und da sehen wir, da waren wir zweimal zu teuer. Mal sehen, was wir irgendwann schaffen, dass wir den Default, wir haben so viele Retries, ne? Statistisch gesehen dauert es jetzt sehr lange, bis wir irgendwann mal in den Fallback, da haben wir, my most recent non-quad. Also da ist er quasi viermal gescheitert, bis er dann quasi in den Fallback-Händler reingelaufen ist. So, auf diese Dinge kann man natürlich immer miteinander kombinieren. Wenn ich also jetzt beispielsweise ein Retry und ein Timeout und ein Fallback miteinander kombiniere, dann überlegt er sich auch dann tatsächlich, wie eine sinnvolle Reihenfolge ist. Es gibt noch weitere Dinge, die ich machen kann, wie ein Circuit Breaker oder ein Bulkhead, und dann ist es natürlich so, dass nur wenn alle Dinge gescheitert sind, dass dann ganz am Ende wirklich dieser Fallback zum Einsatz kommt. Dann ist es auch noch so, mit dieser Konfiguration hier, ich könnte natürlich auf die Idee kommen, dass diese Werte, die ich hier konfiguriere, wie lange soll mein Timeout sein oder wie viele Retries will ich denn haben, dass diese Werte von außen konfigurierbar sein sollten, dass sie nicht hardcodiert im Code stehen, auch das geht, und da sieht man jetzt wieder das sehr schön das Zusammenspiel der unterschiedlichen Bestandteile vom Microprofile, dass sie alle miteinander spielen. Ich könnte nämlich jetzt hier wieder in meine Konfigurationsdatei reingehen, nicht in die, sondern in die hier, diese Konfigurationsdatei, und könnte jetzt hier zum Beispiel eben festlegen, dass für eine bestimmte, ich schreibe es jetzt nur mal schematisch hin, für eine bestimmte Klasse, für eine bestimmte Methode und für Retry, für Max Retries, möchte ich den Wert 5 jetzt annehmen. Ja? Also Klasse müsste ich logischerweise durch den Klassennamen ersetzen, Method durch den Methodennamen ersetzen, und dann könnte ich quasi von außen über Konfiguration, das kann ich wie bisher, wie vorhin gezeigt, auch über Umgebungsvariable machen, von außen diesen Wert reingeben und das, was im Code drin steht, überschreiben. Und wenn ich nicht für diese Methode machen wollte, sondern für die ganze Klasse, dann würde ich einfach diesen Methodennamen weglassen. Und wenn ich alle Retries meiner ganzen Anwendung global konfigurieren würde, dann würde ich sogar das hier weglassen, ja, den Klassennamen. Und dann kann ich von außen für alle Retry-Annotationen definieren, die sollen maximal 5 Retries haben. Also da kann man dann Config mit Fault Tolerance miteinander kombinieren. So, wie gesagt, da in dem Zusammenhang gibt es auch Bulkhead und Circuit Breaker, das diese Patterns quasi implementiert, auch sehr, sehr einfach mit einzelnen Annotationen in das eigene Projekt zu übernehmen. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich zeige euch trotzdem noch zwei Sachen. Ich hoffe, ihr erlaubt mir eventuell, wir haben dann lange Mittagspause, wenn wir 2-3 Minuten länger brauchen, aber wir sind sehr bald fertig. Health und Metrics. Ja, das sind ja auch zwei wichtige Dinge. Erstmal Health. Es gibt also auch geschenkt im Prinzip durch das Microprofile einen Health-Endpunkt. Den können wir uns hier mal anschauen, /health. Und da kann man sich quasi in JSON-Format anzeigen lassen für beliebig viele Health-Checks, ob das System eigentlich gesund ist, ob es erreichbar ist. Das kann man jetzt verwenden zum Beispiel in der Kubernetes oder ähnlichen Umgebungen, wo man automatisiert von einer Infrastruktur feststellen lassen möchte, sind Knoten da, muss ich die gegebenenfalls beenden, gegebenenfalls neu starten. Da hat man halt hier verschiedene Health-Checks, die einen bestimmten Namen haben und einen Status, up oder down. In diesem Fall ist dieser eine Check eben up. Ja, und was ich machen kann, ich kann eigene Health-Checks jetzt bauen, auf sehr einfache Weise, indem ich zum Beispiel, soll ich mal ein Skript, genau, ich baue eine eigene Klasse mit einem Health-Check. New Java Class, my health check. So, also muss ich nur annotieren mit @health. Ja? Ah, ich habe das, glaube ich, vorbereitet, da muss ich das nicht tippen, ne? Dann geht das dann noch viel schneller. Machen wir das health, genau. So, und jetzt baue ich hier quasi eine Methode. Also, implements health check. So, und die wird dann quasi vom Framework aufgerufen und hier kann ich jetzt implementieren, was ich da machen will. So, was ich jetzt hier mache, ist Folgendes. Ich baue jetzt hier, um mal was zu simulieren. Ich schaue jetzt, ob ich einen anderen Service erreichen kann mit einem Connection Timeout von 100 Millisekunden. Und dieser andere Service
den gibt es gar nicht. Ja, den gäbe es nur jetzt vielleicht in der Microservices-Architektur oder wo auch immer. Auf Local-Laws 123, My Other Service, den gibt es auf jeden Fall jetzt aktuell gar nicht. Das heißt, es wird scheitern. Und ich schaue halt einfach ob ich diesen Service erreichen kann. Wenn ich einen Status 200 bekomme, dann sage ich, meine Health-Check-Response mit dem Namen My Other Service gibt den Status ab. Wenn ich nicht 200 bekomme, dann gibt es den Status down. Ja, aufgrund eines bestimmten Status oder auch aufgrund einer Exception gibt es ja auch den Status down. Ne? So, also dann können wir das wieder einmal bauen. Bitte, was haben wir zu viel? Ja, zu viel, danke. Super. So, also einmal neu bauen. Und dann schauen wir uns unseren Health Check wieder an. Und dann sollte ja dieser neue Health Check sollte jetzt hier erscheinen, wenn ich dann Reload mache. So, genau, da sehen wir den anderen Service, der ist down, mit der Begründung, weil ich natürlich keine Verbindung zu Localhost 1234 bekommen habe. Jetzt habe ich zwei Health-Check. Einer ist down, einer ist up. Logischerweise ist das Gesamtergebnis dann, mein Service ist down. Ja, also das Gesamtergebnis ist, es müssen alle up sein, sonst habe ich da ein Problem. Wie kann ich das jetzt lösen? Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich will gar nicht auf Localhost gehen, sondern der andere Service ist tatsächlich google.com oder google.de. Ja, das müsste hoffentlich verfügbar sein. In der Regel, probieren wir es mal aus. Da müssten jetzt quasi beide up sein und dann auch der Outcome, also das Gesamtergebnis meines Health Checks, müsste jetzt up sein. Also mit sehr, sehr wenig Aufwand, glaube ich, wie ihr seht, kann man dann quasi solche eigenen Health Checks einbauen. Und das Letzte, was ich euch zeigen wollte, ist Metriken. Was man auch direkt sofort geschenkt bekommt, ist, man bekommt eine Seite mit Standardmetriken. Ja. Ah, interessant, okay, warum ist das jetzt fehlgeschlagen? Das ging vorher auch schon nicht. Da müssen wir die Server XML kurz ein bisschen verändern. So, das muss hier raus und dann brauchen wir den, wie war das? Quickstart Security heißt das, genau. Quickstart Security, Username nennen wir einfach Admin und User. Das ist das Problem ist, dass das mit dem SSL nicht funktioniert hat und das kann ich am allerschnellsten so lösen. Username falsch geschrieben. User. Okay, Dankeschön. So. Mal sehen, ob das jetzt mit dem Matrix-Endpunkt funktioniert. Ja, genau, hat funktioniert. Das wollen wir jetzt mal alles akzeptieren. Klar, Security, ganz wichtig. So, und jetzt sehen wir jetzt hier, jetzt bekommen wir Basis-Metriken geliefert, wie zum Beispiel, was haben wir hier? Da haben wir für den Garbage Collector einen Counter, ja, wie viele Klassen der Young Generation drin sind, in der Old Generation drin sind, wie viele Threads gerade aktiv sind. Dann haben wir die geladenen Klassen, 12.800 sind eigentlich eine ganze Menge, den Heap und so weiter und so fort. Also einige Metriken, die automatisch dabei sind und man kann sich dann auch auf sehr einfache Weise noch eigene Metriken bauen. Ich könnte zum Beispiel in meine Klasse, die wir vorhin hatten, unsere Klasse, wo war das, wo wir diese Hello World herausgegeben haben, könnte ich jetzt sagen, ich will zum Beispiel mal zählen, wie viele Nachrichten ich eigentlich erzeugt habe. Ja? Also müsste ich mir das injizieren lassen. Ich lasse mir etwas injizieren, und zwar einen Counter, das ist mein Message Counter, und da würde ich jetzt sagen, also der Counter ist auch aus dem Microprofile eine Klasse. Und da würde ich jetzt sagen, dieser Counter, herrje, dieser Counter ist eine Metrik. Der gebe ich einen Namen. Message Counter. Und dann kann ich hier noch verschiedene andere Sachen machen. Description, Display Name und so weiter. Units, was ich zählen will. Man kann auch verschiedene Einheiten dort angeben. So, und jetzt könnte ich also hierher gehen, können Sie sagen, jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht erstellt habe, dann würde ich diesen Message Counter 1 hochzählen, also inkrementieren. So, jetzt bin ich schon fertig mit meiner Metrik. Kann ich das Ganze wieder bauen und wieder die Metrik aufrufen. Und dann wird man als erstes mal
man könnte diesen normalen Matrix-Endpunkt aufrufen. Da wird man die dann irgendwo da drin finden. Das ist aber relativ unübersichtlich natürlich. Irgendwo hier unten ist er dann wahrscheinlich. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu finden. Aber was man stattdessen auch machen kann, ist, man kann einfach den Matrix-Endpunkt erweitern um Application, weil das ja jetzt eine Metrik ist, die nicht zu den Basismetriken gehört, die der Server mir liefert, sondern eine, die die Anwendung liefert. Da liefert er nichts zurück. Warum liefert er nichts zurück? Weil wir nichts gezählt haben. Also müssen wir einmal hier ein bisschen ein paar Nachrichten erzeugen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nachrichten. So, und jetzt können wir mal die Metriken aufrufen, Application. So, und dann zeigt er mir, dass er 8 Nachrichten gezählt hat. Ne? Und auf die gleiche Art und Weise kann man auch andere Metriken bauen. Man kann zum Beispiel, das ist vielleicht das Letzte, was ich noch zeigen kann, man kann auch Timer einbauen. Dann bauen wir hier noch eine Timer-Metrik ein. Und zwar Timer, ein Message-Timer. So, das ist mein Metrik-Message-Timer. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, immer wenn ich so eine neue Nachricht baue, dann dauert das eine Weile. Aus irgendwelchen Gründen werden Nachrichten ganz langsam nur erzeugt. Sleep, new, random, new, int 1000. Also bis zu einer Sekunde dauert das jetzt, wartet er einfach, bis er die erstellt hat. Das gefällt ihm jetzt hier nicht. New random. Next int. So, genau. Jetzt können wir hier natürlich eine Exception kriegen, das ist klar. So, also es dauert bis zu einer Sekunde oder bis zu 1000 Millisekunden, bis wir so eine Nachricht erstellt haben. Und das wollen wir jetzt messen. Hier haben wir sie gezählt, wie viele. Jetzt wollen wir es messen. Jetzt können wir also hier einen Timer-Kontext bekommen. Timer-Kontext, CTX, Message-Timer, Time, also starte mit dem Messen. Und wenn wir fertig sind, wenn wir die Nachricht erstellt haben, Kontext-Close. So, messen wir die Zeit, wie lange das dauert. Müssen wir natürlich erst wieder ein paar Nachrichten erstellen. Das war hier. Reload. So, ein paar Nachrichten erstellen. Dann gehen wir wieder auf unsere Metriken und dann sehen wir, da bekommen wir eine ganze Menge geliefert. Unser Message-Timer hier. Und da zeigt er eine ganze Menge Sachen an, also Rate per Second, verschiedene Quantilen und so weiter und alle möglichen verschiedenen Informationen, die man dann mit entsprechenden Tools visualisieren, verfolgen kann und so weiter, um sich eben jetzt Metriken in seine Anwendung einzubauen. So, das war jetzt mal so ein Schnelldurchgang mit ein paar Minuten Überzug, um euch zu zeigen, was man alles damit machen kann. Wie ihr habt es gesehen, ihr könnt das jederzeit runterladen, heute schon benutzen und man kann mit sehr, sehr wenig Aufwand mit ein paar Annotationen Dinge einbauen in die eigene Anwendung, die andere Frameworks ja schon seit sehr, sehr langer Zeit bringen. Das Ganze soll in die Jakarta EE Plattform einfließen, aber selbst wenn man nicht Java EE, Jakarta EE beispielsweise auf diesem Plattform arbeiten möchte oder in der Zukunft arbeiten will. Wie gesagt, auch ganz neue Frameworks wie Quarkus unterstützen diese API bereits. Also wenn ihr mit Quarkus erst Experimente machen möchtet, dann könnt ihr auch genau diese Dinge verwenden. Und ich denke, dass das, auch wenn man heute noch nicht sagen kann, es steht 1000%ig fest, aber ich denke, dass das sehr, sehr sicher eine gewisse Verbreitung finden wird und auch eine recht hohe Stabilität in den APIs dann gewährleistet wird. Und es wird weiterentwickelt werden. Wie gesagt, die Hersteller, die das vorantreiben mit relativ großem Tempo, sind IBM, Red Hat, Tomitribe und Payara. Also es ist nicht jemand, der das in der Garage macht in seiner Freizeit. Ich glaube, das ist relativ verlässlich. So, falls noch Fragen sein sollten, möchte ich euch einladen, hier zu mir nach vorne zu kommen. Alle anderen können dann schon mal zum Mittagessen gehen. Ich bin auch heute noch den ganzen Tag da, morgen noch den ganzen Tag da. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren über meine E-Mail-Adresse auf Twitter. Und wenn ihr Interesse habt an den Codebeispielen, die ich gerade gebaut habe, dann schreibt mir eine E-Mail oder schaut auf meinen Twitter-Account, da werde ich eine URL oder einen Link dann euch geben, wo ihr auf GitHub diese Codebeispiele runterladen könnt. Vielen Dank fürs Kommen und lasst es euch schmecken.